Hallihallo, ihr Lieben da draußen und ein ganz, ganz herzliches Willkommen heute hier bei LS22 Family, dem RP-Challenge-Projekt. Ja, und vor mir steht natürlich wieder der liebe Mike und die liebe Nathalie, aka Jan und Nicole. Moin, moin, moin. Moin. Guten Abend. Und ihr Lieben, es gibt eine Challenge. Ja, es ist wieder Challenge-Time heute und es gibt wieder Sachen zu gewinnen. Oh je. Wir müssen natürlich die Challenge aber annehmen. Und das, die erste Hürde hier dabei ist, also ich habe die ja gemacht, meine Lieben. Ne? Und die erste Hürde ist, ihr bekommt vorher nicht gesagt, um welche Challenge es geht, was ihr machen müsst. Und auch nicht, was es zu gewinnen gibt. Es gibt drei Gewinne. Man kann Platz 1, 2 und 3 machen. Das eine ist was sehr Großes, das andere ist was Großes, das eine ist was Mittleres. Kann man alles dreis gewinnen oder nein, nur eins? Nur ein was. Nur eins von den dreien. Nur eins von den dreien. Kann man auch leer ausgehen? Man kann auch leer ausgehen. Das Leerausgehen, hat das einen Verlust nachzuziehen oder bleibt dann der Stand? Es bleibt alles gleich, wie es ist. Man hat halt einfach nichts gewonnen. Mhm. So. Es ist definitiv machbar. Ich muss euch nur eins sagen. Ich werde nicht an der Challenge teilnehmen können. Das heißt, ihr zwei seid alleine auf euch gestellt. Weil ich bin im Endeffekt eigentlich nur der Moderator und es wird auch die drei Folgen umfassen, denn es ist auf die drei Folgen aufgeteilt. Auf die okay, wechseln. Mike, wollen wir uns mal absprechen? Ja. Ne, Mike? Ja? Geh mal mit rum. So, wir machen ein kurzes Häuschen. So, es wurde sich heute lange beraten. Ich muss ja dazu sagen, man darf eine Challenge auch ausschlagen. Ne? Man kann ja sagen, nee, das machen wir lieber nicht. Dann hat man nichts verloren, aber hat aber auch nicht die Chance, was zu gewinnen. So, okay. Wie sieht's aus? Ja, es ging, du hast ja gemerkt, es ging sehr lange hin und her. Mhm. Und zieht's Richtung Ablehnen, weil du nicht dabei bist. Okay. Aber es gibt ja nichts zu verlieren. Es gibt nichts zu verlieren, nee. Deswegen nehmen wir an. Sehr schön. Gut, dann ist die Challenge angenommen. Passt auf. Wir, oder ich bin Austräger. Ne? Die Stadt ist auf mich zugekommen und Fichtal hat gesagt, wir wollen Fichtaler Sommerspiele machen. Und ich durfte einen Teil, also nicht einen kompletten, sondern einen Teil mitbestimmen und habe das, wie gesagt, in drei Teile gegliedert. Wir machen jetzt mal Folgendes, wir fliegen jetzt einfach mal, ihr Lieben, jetzt guckt doch mal weg für alle die, die jetzt so ein bisschen auf Realismus sind. Ne? Wir fliegen jetzt einfach mal hoch, nämlich zur W15 beziehungsweise zum Hof F. Das ist oben links. Ja. So. Geht mal bitte ins in den Flugmodus. Also sprich über F12, ne? Ja. Und dann mit Q und E können wir dann, ne? So. Als allererstes. Okay. Bei mir geht's nicht. Der muss dich als Admin einloggen. Ach, total. Okay, wir machen nochmal kurzes Päuschen, oder? Mhm. So, wir sind wieder da. Ihr fliegt mir mal einfach nach. So, die erste Aufgabe wird sein. Wo seid ihr? Wäre schön, wenn du gesagt hättest, dass wir unseren Player Speed hochnehmen sollen. Ja. Ja, ich kann ja hier langsam. So, die erste Aufgabe wird sein. Scheiße. Ihr habt hier das Feld. Und das Feld. Das ist Zuckerrohr.
Und das Zuckerrohr soll abgeerntet werden mit einem Vollernter. Der steht für euch bereit. Zeige ich euch dann gleich alles noch. Mhm. Also einer ernten, einer soll abformen. Aber jetzt kommt's. So, jetzt kommt man mit mir mit. Der abfährt, muss mit dem Traktor hier hochfahren. Hier auf dem Feldweg lang. Seid ihr noch hinter mir? Mhm. Auf dem Feldweg lang. Hier rumfahren. Und hier einladen. Also ich habe extra einen Überladewagen genommen. Ich habe zwei Überladewagen. Das sollte eigentlich funktionieren, das hier einzuladen. Dann Traktor umhängen. Mit diesem Anhänger geht's wieder zurück über den Feldweg. Also mir hinterher. Wenn ihr nicht nachkommt, müsst ihr sorgen, ne? Hm. So, hier auf die Straße. An den Hof. Und hier einladen. Wo bist du jetzt? Ah, hier an den Hof. Am Silo. Nee, warte mal, ich bin jetzt nicht nachgekommen. Ich hab dich jetzt nicht mehr gesehen. Also hier die Straße an die Felder mit den Beinen vorbei. Ja, und hier auf den Hof, den du gemacht hast. Und auf das und in das Silo reinkippen. Alles klar? Ach so, ja, hier, ja, okay. Mhm. So, Ziel ist eigentlich in dieser Folge grundsätzlich dieses Feld abzuernten hier. Ja. Dieses, das große, ne? Ja. Das wäre so die erste Aufgabe, die ihr zu machen habt. Das Feld hier unten, das kleine, das ist dann Bonus. Da sage ich dann mal was dazu. Ne? Aber grundsätzlich wäre... Also das große hier soll man abernten. Genau, so viel wie möglich von dem großen abernten. Also wir reden von der 94. Von der 94, genau. Mhm. Richtig, genau. So viel wie möglich abernten. Dann gucken wir, wie viel im Lager ist und danach wird dann geguckt, ob wir die Aufgabe erfolgreich bestanden haben oder nicht bestanden haben. Wird die Zeit, die wir jetzt verquatschen, uns draufgerechnet? Die Zeit läuft noch nicht. Die Zeit läuft noch nicht. So, das wäre die erste Aufgabe. Das andere, das erkläre ich euch dann, ne? Okay. Okay, so, dann ganz schnell noch zu den Maschinen. Also kommt mal wieder zurück an den Hof. Oh, scheiße. So. Vollernter steht hier. Und hier hinten haben wir im Endeffekt die zwei Traktoren, die ja beladen werden müssen. Mhm. Oder können, ne? Ihr müsst einfach ein bisschen taktisch gucken. Ihr dürft es verwenden, frei wie ihr wollt, die Traktoren. Und auch die, ne, also das sage ich jetzt einfach mal so. Genau, ne? Also für die erste Aufgabe steht das Equipment zur Verfügung. So, gut. Alles verstanden? Ne? Also abernten, dort hochfahren, überladen und reinkippen ins Silo. Alright? Ja. Okay. Gut. Wenn ihr bereit seid, ich würde dann Flugmodus wieder ausmachen an eurer Stelle. Geht besser. Hab ich, ja. Na? Mike, wo bist denn du? Schwebt hier gerade noch in der Luft. Was machen wir denn? Wer erntet, wer fährt ab? Wir dürfen uns jetzt noch absprechen. Ihr dürft euch jetzt ganz kurz noch absprechen, aber natürlich jetzt seit Ewigkeiten, ne? Also ja, ja. Ich will ja nur wissen, wer erntet, wer fährt ab. Hallo? Ja, ich habe keine Ahnung. Ja, ne, dann. Was vernünftig ist. Das wird alles klar. Passt. Oder wer andersrum vernünftiger? Nö, ne, alles gut. Okay, perfekto. Dann würde ich sagen, auf die Plätze, fertig. Und warte, aber wait. Ab wann zählt die Zeit? Die Zeit, sobald die Maschinen laufen oder sobald wir loslaufen. Ihr könnt euch schon in die Maschinen setzen. Ja, das ist nämlich ein Unterschied. Ja, ihr könnt euch in die Maschinen schon setzen. Okay, gut. Ihr sitzt? Ja. Gut, dann auf die Plätze, fertig
und die Zeit läuft. So, meine Lieben, ich bin dafür heute ein bisschen zuständig, das Ganze zu moderieren hier. Jawohl, unser Jan, der fährt jetzt mal mit dem Vollernter hier mal zum Feld. Wir haben nur den einen Vollernter. Ihr habt nur den einen Vollernter. Ihr dürft zwischendrin auch Fragen stellen. Ne? Also da sind wir nicht so streng. Es sollen ja schöne Sommerspiele sein. Wir haben 18 Millionen auf dem Konto. Dürfen wir Hilfe anstellen? Leider nein. Leider nein. Inwiefern dürfen wir die nachbarliegenden Felder benutzen hier? Darfst du alles benutzen? Darf ich benutzen? Ja. Wenn du nichts kaputt machst. Darf ich einen Bus benutzen oder muss ich laufen? Du darfst einen Bus benutzen. Also wir dürfen heute wirklich mal hin und her springen, ne? Das ist kein Problem. Das wollte ich wissen. So, jawohl. Hier stoppt schon das erste Mal. Sollte irgendwas nicht funktionieren, sag das bitte. Stehe ich im Weg, Jan? Nee, du musst... Eigentlich soll ich was... Ja? Hm? Eigentlich soll das fressen. Wirst du nicht? Nö. Okay, warte, wir machen... Was? Im Wachstum ist es. Das ist nicht erntereif. So, kleinen Moment. Wir machen mal kurz eine Pause. So, meine Lieben. Ja, es war nicht erntereif. War lustig. War mein Fehler, deswegen haben sie jetzt einen Bonus gekriegt. So, na hier sieht es doch jetzt schon gut aus. Man muss sich auf alle Fälle erstmal ein bisschen eingrooven in die ganze Geschichte. Toll, ja. Sieht absolut super aus. Ja, man muss sich eingrooven in die Sache. Geht's um die Menge, die wir einfüllen oder um die Menge, die wir abernten? Das ist bekloppt, ist das. Das ist absolut bescheuert. Auch der Traktor, der ist zum Kotzen. So, anfängliche Schwierigkeiten, aber ich denke, die werden auch besser noch. Wenn ich es gar nicht hinkriege, Jan, dann tauschen wir. Naja, ich wäre ja da dafür, umso mehr blöde Sprüche der Moderator bringt, umso mehr muss er nachher für... Wie schnell fährst du? 10. Ja, super. Also, sorry, aber das hat so keinen Sinn, wenn man ständig irgendwo hängen bleibt. So, tauschen. So, die ersten Schwierigkeiten sind schon dabei, aber klar, wird schon. Der Traktor lässt sich abschießen, Frau. Er lässt sich ein bisschen doof. Der Traktor ist scheiße. Geradeaus. Ja. Ah, jetzt. Jetzt wird's. Grundsätzlich geht es mehr um das, was alles abgeerntet ist. Also die Priorität liegt jetzt nicht auf der extremen Masse, sag ich mal, der Zuckerrüben, oder des Zuckerrohrs, was geerntet worden ist. So. Ja, aber jetzt ruft ihr euch doch ganz gut ein schon, oder? Zuckerrohr ist das, meine Lieben da draußen, was wirklich nicht einfach zu ernten ist. Warum es auch nicht so viele Leute machen, muss man zugeben, weil es einfach ein bisschen nervig ist. Ja, jetzt wissen wir auch, warum du als Moderator drin bist.
wobei ich kann ja bei meiner eigenen Challenge mitmachen, das wäre ja böse. Kann das mal bitte jemand kippen? So, na siehst du, jetzt wird's doch. Ihr habt ja auch noch Zeit. Ist ja jetzt nicht so, dass wir hier in extremem Zeitdruck sein müssen. Also wichtig ist, ich sag mal so, ne, von der Breite her, es muss nicht das komplette Feld abgeerntet worden sein, aber ich sag mal, schön wäre es, wenn, sagen wir mal, ja, ich sag mal so, über der Hälfte oder so was? Drei Anhänger sollten schon runterkommen. Sprich, du bietest jetzt quasi deine Hilfe an, du, das willst du anbieten jetzt. Also, Herr Moderator, wir nehmen die Hilfe sehr, sehr gerne an, gar kein Problem. Wieso fährt der jetzt nicht hier? Also, so drei Überladeanhänger sollten im Silo ankommen ungefähr. Volle. Wenn es jetzt 95% da drin sind, ist auch nicht schlimm. Wer den anderen Traktor dahingestellt hat. Ja, komm, zieht, das schafft ihr. Achso, und jetzt auf einmal doch Familie. Also entweder oder. Entweder Familie oder Moderator. Jetzt musst du dich entscheiden. Moderator. Hä, ich hab gesagt, das schafft ihr. Ja? Ja. Ja, ihr ist Mehrzahl. Nee, ihr beide. Oh. Nein, ihr ist immer Familie. Du wärst dann mit drin. Das schaffen wir, hätte ich dann gesagt. Was macht denn der Scheiß hier? Das Dreckding. Der lenkt nicht so, wie ich das will. Ja, weil du im Baum festhängst. Wo warte hier im Baum? Ich bin mitten auf dem Feld, da ist kein Baum. Aber du hier, hast ein Dings hinten dran. Du hast hinten dran ein langes Rohr. Das war nicht im Weg. Nee, da war nichts im Weg. Das lenkt nicht so, wie ich das will, die Scheiße. Ach schön, hier schwebt ein Reh oben. Hä, ja, das bin ich. Nee, das war ein Reh. Echt? Ja. Also ich kann dich und ein Reh unterscheiden. Wie viel Prozent hast du denn schon drin? Mike? Dem Moderator sage ich nichts. Und es könnte aber sein, dass der Moderator gerade merkt, dass es einfach von der Zeit her nicht ganz hinhaut und der seine Anzahl der Anhänger korrigiert. Dann ist es eine schlecht vorbereitete Challenge. Ja gut, dann lass ich es. Dann gewinnt er das große Ding halt. So, 10 Minuten habt ihr noch. Zieh ich einfach durch, Jan? Obwohl. Ja, ja. Hä? Obwohl, nee, ich hab mehr geplant eigentlich. 15 Minuten habt ihr schon noch. Achso, jetzt auf einmal, ne? Nee, wie viel hast du denn drin? 43. Was? Jetzt sieht es ja gut aus. Wie viel Volumen hat der Brandner? Du meinst der Überladewagen? Hm. Der ÖRW ist das, was ich hier gerade fahre. Ja. Ja, das, und der Brandner. Habe. Ja, und der Brandner ist den ich überladen soll. Der hat 22,5.
ein realistisches Gewicht an? Nee, ich glaube nicht. Ja oder nein? Das war nicht eine, ich glaube nicht Frage, sondern eine Ja oder Nein! LS22 Family, die RP Zero Challenge. Schaut zu, wie die Familie auseinanderbricht. Sag mal, Nathalie, wollen wir eine eigene Runde aufmachen? Das wäre mir scheißegal, nee. Da würde ich wenigstens eine Challenge gewinnen. Was? Aha, du das alleine. Das ist nicht so schwer. Du alleine würdest das wohl schaffen, oder wie? Aha. Ich hab das Ding hier alleine gemacht. Na gut, also können wir den Moderator-Faktor, also rechnen mal überall nochmal 6 Minuten weniger, weil das ist ja der Moderator. Denno, vielen, vielen Dank für dein Prime-Abo. Jetzt kam ich überhaupt drauf. Noch über? Ja. Danke für dein Prime-Abo. Ja. Ja. Jetzt gerade nicht so aus. So, ihr Lieben, es wird spannend, es wird spannend. Aber hast du nicht vor uns gesagt, es geht um die Fläche, die abgeerntet wird und nicht um die Füllmenge der Anhänger? Ja, aber das könnt ihr nicht schaffen. Da habe ich mich jetzt einfach mal revidiert. Ich habe gedacht, es ist mit den Fahrzeugen einfacher und besser zu machen. Aber gut, ich hab's halt ein bisschen trainiert. Ja, siehste. Ja, der Traktor, der ist scheiße. Wir fahren wie die Wilden, Denno, da hast du recht, aber ich zum Glück nicht. Ich bin nur Moderator heute. Das wird es noch wilder sein. Deswegen habe ich ja gesagt, wir können das so machen, dass wir jetzt nicht unbedingt 3 Überladewagen machen, sondern von den Brandnern oben meinetwegen 2 oder so. Das ist von der sinnvoll. Das musst du entscheiden, das ist deine Challenge. Aber geil reingeschrieben hast du hier drüben auf die anderen Felder. Fahr geradeaus, fahr geradeaus durch. Also man muss auch noch dazu sagen, das habe ich vergessen, aber das kommt euch zugute. Ihr müsst den Brandner nicht wieder ganz hochfahren, ne? Das ist nur das erste Mal. Also es ist jetzt nicht so, dass ihr, wenn ihr den Brandner dann da dran habt und abgekippt habt, den wieder hochfahren müsst. So ist es nicht. Wie kann man das sinnvoll machen, dann? Wenn ich mit den anderen Anhängern mit hochfahre, du lädst über und ich fahre schnell weg. Im Endeffekt, wir machen beide voll. Ja, oder so. Ja. 6 Minuten habt ihr noch. Fahre jetzt aber den zweiten. 6 Minuten habt ihr noch. Hier keine Fruchtzerstörung heute, weil es eine Challenge ist einfach, ne? Sonst ist es schon Fruchtzerstörung. Wir machen 3 Minuten und dann fahren wir ab, egal wie viel voll ist. Ich fahr jetzt schon ab. Ah, du fährst ab? Jo. Na, hol doch den anderen Dings, so kann ich doch nicht weitermachen. Ja, du kannst so oder so nicht weitermachen. Ja. Ja, aber du hättest auch den anderen holen können. Du hättest den voll machen können und in 3 Minuten hätten wir es weggefahren, egal wie viel drin ist. Was ist das, Streamlag? Jetzt hast du eine Leerfahrt drin, die hätte nicht sein müssen. Nee, der Stream laggt nicht. Ich hab ihn doch hier offen, mein Stream. Er hat die Scheiße hier an den Baum gefahren hat. So. Kannst du bitte weich kloppen, den.
5 Minuten sind's noch und da müssen wir mal gucken. Jetzt geht's wirklich um die. Der Moderator betreibt Zeitspiel. Buh. Raus aus dem Schlepper. Danke. Okay, dann erzähle ich euch nicht mehr, wann die Zeit, wie ihr Zeit habt. Mir egal. Könnt ihr euch halt nicht absprechen, ist mir wurscht. Ja. Ich wollte jetzt in diesen Schlepper reinspringen und wer sitzt da drin? In den anderen? Ja, ich. Da musst du mit mir reden. Was die Sprache von den anderen leckt? Echt? Du kannst. Dann komm her. Dann mach ich den auch voll. Denno, da muss ich dich enttäuschen. Ich habe das alles hier mit offen. Da liegt es bestimmt leider bei dir irgendwo am Internet. Da muss ich dich leider enttäuschen. Bei mir leckt dein Stream auch. Liegt an Twitch. Dann liegt's an Twitch. Dann kommt auf YouTube, da seht ihr die Folge. So, jetzt wollen wir mal gucken, wo die zwei sich rumtreiben. So, einer hier. Und einer fährt schon zum Brandner. Wie gesagt, zwei Brandner müssten weggefahren werden. Dann haben sie die Challenge geschafft. Schauen wir mal, ob das funktioniert. Ja, dann liegt's an Twitch leider. Wie gesagt, ich hab's hier auf dem. Ich kann es euch einmal zeigen, ich hab's hier auf dem Handy. Da leckt nix. Naja, Handy braucht aber auch weniger Dings. Ja. So. Oh Scheiße. So. Ja, das schaffen wir nicht. Wie viel Zeit haben wir noch? Nicht mehr ganz 3 Minuten. Ja, das hätten wir jetzt noch voll fahren können. Nicht mehr ganz 3 Minuten. Geht der automatisch über oder muss ich was drücken? Kann sein, dass du I drücken müsstest. Ja. Geht nicht. Okay, ich mache mal kurz Pause, um das Technische anzugucken. So, meine Lieben, wir haben die technischen Probleme behoben. Geht weiter. Da das jetzt ein anderer Anhänger ist und wir jetzt technische Probleme hatten, würde es mir reichen, wenn ihr den Anhänger runterfahrt, ins Silo kippt und den Überladewagen auch noch reinkriegt ins Silo. Das würde mir dann reichen. In welches Silo? Jan, in welches Silo denn? Das kann ich jetzt nicht noch 20 Mal erklären, in welches Silo. Hab schon vorhin alles erklärt, 20 Mal schon. So, wenn ihr das innerhalb 2 Minuten schafft, habt ihr es gewonnen. So, dann wollen wir mal gucken, ob sie das jetzt hinkriegen. Genau, ne, da müssen wir einfach ein Zugeständnis machen, wenn gewisse technische Sachen jetzt nicht funktionieren. Dann ist es halt so. Ich glaube mal, da können wir gut und gerne mal ein Stück dazugeben, ne? Das ist kein Problem. So, meine Lieben, jetzt geht's um die Wurst. 1,5 Minuten, so ungefähr. Also. Soll ich helfen kommen? Nee, ich frage mich, wer die Einfahrt hier gebaut hat. Das warst du. Ganz kribbel. Ich dachte, ich fahre schön querfeld ein. Zeit. Eine Minute haben wir noch.
Tokoro wird hier nicht angenommen. Ja, mit dem Überladewagen, ne? Und selbst ich krieg keinen Trigger. Okay, dann... Mach einfach ihr. Kann nur Steuerung I machen. Ja. Wird aber im Endeffekt nichts abgekippt, weil... Ja, ist egal, ja. Ich seh's doch. Bin doch über euch. So, 20 Sekunden sind's noch, meine Lieben. Oh, ich jetzt so schnell komme ich schon nicht rum. Mach einfach Steuerung I und fertig. 20 Sekunden habt ihr noch. War weg. Ja, hier geht's. So. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Okay, meine Lieben, sie haben wirklich extrem gekämpft. Ihr merkt, wenn es bei uns so in Challenge reingeht, dann wird es auch mal schnell ein bisschen laut und ein bisschen salzig, aber wir haben uns trotzdem alle lieb. Sie haben es richtig gut gemacht. Wir hatten ein Problem, nämlich war die Abkippseite nicht richtig eingestellt. Nicole, du hast, glaube ich, das noch nie gemacht. Ne? Das würde ich jetzt einfach mal nett mit beachten. Ich würde sagen, aber trotzdem, wir haben die erste Challenge erreicht. Wir haben sie geschafft. Ja, aufgrund von technischen Schwierigkeiten haben wir da einfach ein Zugeständnis gemacht. Okay, sehr gut. Bestanden. Ihr habt abgeliefert. Haben wir die Traktoren noch? Nein, weil es geht jetzt in die nächste Folge. Wir sehen uns in der nächsten Folge, meine Lieben. Bis dahin, macht's gut. Tschüss und ciao.